Hallo, mein Name ist Liz. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wir heute gemeinsam mal wieder eine Grundordnung im ganzen Haus schaffen. Hier ist heute fast jedes Zimmer einmal dran. Teilweise putzen wir wirklich bis in die letzte Ritze. Dann siehst du noch einen Klamottenhaul von mir. Ich bin wie immer auf deine Meinung sehr gespannt. Und oben in den Schlafzimmern räumen wir auch alles weg und machen es uns wieder schön und gemütlich, sodass es einfach wieder super aussieht und man sich wohlfühlen kann. Ich hoffe, wir haben schöne 40 Minuten zusammen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, ich möchte diese Wohnung ordentlich auf Vordermann bringen. Und so sieht es jetzt erstmal gerade aus. Wir machen es erstmal im Erdgeschoss sauber, aber Ziel ist es dann auch, dann später oben weiterzumachen, sodass wir wirklich das ganze Haus clean haben und vorzeigbar. Deswegen starten wir gleich mal. In der Küche sieht es heute auch gar nicht so wild aus, aber jetzt kommt erstmal alles von der Arbeitsfläche runter, immer auf die Seite, wo ich es dann auch abspülen muss, damit ich die Insel dann schon mal so richtig sauber machen kann. In der Küche ist heute ja wirklich zum Glück nicht so viel los. Mit der Insel sind wir schon beim letzten Schritt, also einmal mit Putzmittel einsprühen und drüber wischen, beziehungsweise dann noch abtrocknen. Ich nutze übrigens immer noch ganz gerne den Everdrop Küchenreiniger. Ich mag den dezenten Geruch davon sehr und ich meine, er tut, was er soll, hinterlässt bei mir auch überhaupt keinen schmierigen Film. Vielleicht liegt es auch an der Arbeitsplatte. Aber ich habe neulich gesehen, dass ich noch so ein paar Nachfüllpäckchen da habe und jetzt habe ich vor, die alle mal nach und nach aufzubrauchen. Ich gehe auch hier jetzt einmal über die Steckdosen zum Beispiel und die ganzen Stecker, die da drin stecken, das staubt halt auch immer mal zu. Oder da landen Spritzer vom Kochen drauf oder was auch immer. Und heute will ich es nämlich im Erdgeschoss wirklich sehr clean alles hinbekommen und gebe mir da ganz viel Mühe, alles picobello zu putzen. Und oben in den Schlafzimmern geht es dann eher so ums Aufräumen und wieder herrichten. Aber hier unten soll so richtig alles richtig tiefensauber sein. Du siehst quasi einmal genau den Unterschied, wie bei mir einfach nur Aufräumen aussieht und wirklich richtig sauber machen. Im Gegensatz dazu. Und da der Reiniger fast ganz leer ist, fülle ich den einmal auf, also einmal mit warmem Wasser und dann noch das Pulver zum Nachfüllen. Denn das versuche ich immer so weit wie es geht zu vermeiden, leere Sachen rumstehen zu haben oder auch Sachen, die fast leer sind. Dann fülle ich es lieber schon direkt auf und lasse es gar nicht so weit kommen. Und apropos so weit kommen lassen, ich möchte wirklich, also das habe ich mir auch sowieso immer vorgenommen und das möchte ich auch so beibehalten, Hate-Kommentaren gar nicht so viel Raum zu geben, weil ich finde, wenn 10 nette Kommentare kommen und einer, ein Böser ist dazwischen, dann möchte ich dem nicht mehr Aufmerksamkeit geben als den Netten, wo es ja viel mehr Sinn macht, darauf einzugehen. Aber einmal kurz möchte ich was dazu sagen und zwar kriege ich ja schon sehr häufig auch geschrieben oder gesagt, dass es bei uns halt sehr dreckig, sehr schlimm, sehr chaotisch aussieht, dass meine Kinder nicht gut genug erzogen sind oder auch mein Mann zu faul ist oder zu schlecht erzogen, was absoluter Bullshit ist. Aber ich will damit nur sagen, dass es völlig normal ist, dass es zwischendurch auch mal so aussieht, also wirklich wild aussieht und daran ist überhaupt nichts Schlimmes, solange man das Haus ja nicht komplett verkommen lässt, sondern auch immer wieder aufräumt und ihr seht mich mindestens einmal die Woche, wirklich meistens das ganze Haus putzen und von daher ist es nichts Schlimmes dabei und auch bevor Besuch kommt zum Beispiel, versuchen wir immer möglichst gut aufzuräumen, weil Besuch kündigt sich in der Regel schon an bei uns. Das ist auch gar nicht anders möglich, auch mit dem Familienleben und den Kindern, dass man da einfach so vor der Tür steht. Deswegen räumen wir immer auf, wenn wir jemanden erwarten, weil für mich hat es schon auch was mit Respekt zu tun, dass dann der Tisch gewischt ist und dass unter dem Tisch gesaugt ist und so weiter und so fort. Also zumindest gibt es so ein paar Mindestanforderungen, bevor Besuch kommt, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Und da beziehe ich immer die Kinder mit ein, weil ich auch immer dann sage, ja,
irgendwie, ihr wollt ja auch das. Zum Beispiel der Opa kommt, die Oma kommt oder wer auch immer, Freunde, dann werden die immer mit einbezogen, auch zu helfen, aufzuräumen und Ordnung zu schaffen. Ich wollte nur einmal sagen, dass ich schon ja auch die extremen Situationen raussuche, wenn ich ein Video drehe. Und wenn wir so ein halb aufgeräumtes Zimmer haben oder hier im Erdgeschoss es halb aufgeräumt ist, dann ist es relativ langweilig, das dann zu Ende zu putzen und das dann zu filmen, sondern ich suche mir ja dann schon auch für die Videos so die extremeren Situationen raus. Aber natürlich, die gibt es bei uns relativ oft. Ich bin halt auch jemand, der kann den Haushalt auch mal gut so 2-3 Tage komplett ignorieren und sein lassen, wenn es einfach andere Prioritäten gibt oder wichtigere Dinge, die gemacht werden müssen oder auch einfach mal, sei es nur, ich habe wirklich gar keine Lust und kann ich mich nicht aufraffen und schaff's einfach nicht von der Kraft her, dann bleibt der Haushalt einfach mal ein paar Tage liegen und dann habe ich auch irgendwann wieder richtig Lust und Motivation. Und dann so wie heute kümmere ich mich dann einfach um alles und habe dann alles wieder richtig schön. Aber so der Typ, jeden Tag 15 Minuten oder immer in so kleinen Einheiten, dass man jeden Tag immer was macht, das passt einfach nicht in meinen Alltag oder das passt auch nicht zu meiner Persönlichkeit. Ja, ich mag es einfach, so große Putzaktionen zu haben. Für mich ist das ja auch was, wo ich total entspannen kann. Und dadurch sind auch dann solche umfangreichen Videos möglich, in denen ich dann einfach mit euch zusammen das ganze Haus mal wieder auf Vordermann bringe. Und mir macht es total viel Spaß. Deswegen kann ich euch nur sagen, wenn es bei euch genauso aussieht wie bei mir, immer mal wieder, dann macht euch keinen Kopf. Es ist alles in Ordnung und es gibt immer Haushalte, die perfekt funktionieren und bei denen es läuft und bei denen es nie so weit kommt. Aber man muss immer bedenken, das hat alles dann halt auch wieder seinen Preis. Und hinter verschlossene Türen von anderen Familien kann man sowieso nicht blicken, außer man zeigt so wie ich im Internet. Aber viele zeigen eben nicht die Realität, sondern zeigen auch das, was sie halt einfach gerne hätten wahrscheinlich. Und lasst euch einfach nicht blenden von irgendwas. Ich hoffe, dass das jetzt in Ordnung war, dass ich das jetzt bei euch mal angesprochen habe. Ich habe nur gemerkt, dass dadurch, dass es wirklich oft geschrieben wurde, ich vorm Filmen schon mir angefangen habe, viele Gedanken zu machen, was ich vielleicht schon voraufräumen könnte, dass der Eindruck nicht entsteht, dass es so schlimm ist oder dass man halt nur noch so ein standardnormales Chaos zu sehen bekommt. Und dann habe ich mir aber gedacht, das habe ich am Anfang nicht gemacht und das wäre irgendwie geheuchelt, wenn ich es jetzt machen würde. Deswegen, ich mache weder künstliche Unordnung, noch werde ich wirklich in Zukunft, also ich werde mich echt zusammenreißen und nicht vorher dann schon voraufräumen, nur um es besser aussehen zu lassen, als es in echt ist. So, und jetzt haben wir die Küche schon fertig. Es hat eine gute Stunde gedauert, es war nicht zu knapp. Und jetzt gehen wir aber nach oben, weil ich finde, es ist Zeit für ein bisschen Abwechslung zwischendrin. Meine zweite Bestellung von Halara kam nämlich an. Und ich zeige euch jetzt mal alle Teile zusammen. Es sind insgesamt 4 Outfits und ja, ich bin gespannt auf die Teile und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. So, die Nummer 1. Und zwar haben wir hier einmal einen Pullover, der ganz, ganz, ganz weich ist. Der ist wirklich ganz toll bequem. Ganz normaler Pullover, der auch nicht zu lange geschnitten ist, schön kurz, aber so, dass es bis zur Hose runtergeht. Ja, und auch die Hose passt natürlich richtig gut. Das ist eine Leggings, die aussieht wie eine Jeanshose in einer 7/8 Länge und hat hier vorne schöne Taschen und hinten schöne Taschen, was natürlich praktisch ist. Und ich muss sagen, so gefällt mir das schon richtig gut. So, ich habe jetzt das zweite Outfit an. Das ist einmal hier so ein schöner weißer Rollkragenpullover, so was ganz Dünnes halt. Ich habe es jetzt in die Hose gesteckt. Die Hose ist so eine ganz dünne, schwarze Stoffhose. Auch sehr, sehr bequem. Auch wieder praktisch mit den Taschen hier. Ich habe mir leider hier mein Outfit selber ein bisschen ruiniert mit dem Make-up-Fleck. Ich trage einfach zu selten Make-up. Und dann auch noch selten so schicke Sachen. Deswegen ist es bestimmt sehr ungewohnt, ne? Wenn man mich sonst immer nur in meinen ollen Putzklamotten kennt. Ja, deswegen finde ich das zur Abwechslung echt mal total schön. Ja, und freue mich über das Outfit. Und das weiße Oberteil hier, das passt auch voll gut zu der, so rum, zu der blauen Jeans, die ich eben anhatte. Also das zeige ich euch auch gerade nochmal eingeblendet, wie das hier zusammen aussieht. Weil ich finde, die zwei Teile passen auch richtig gut zusammen und sieht dann richtig lässig aus, aber auch ein bisschen schick.
Und jetzt wird es noch mal ein kleines bisschen schicker. So, ich habe jetzt das dritte Outfit an und ich zeige es euch mal. Es ist auch wieder ganz schick, oder? Also ich liebe die Hose. Und ich mag aber auch echt die Kombi aus den beiden Sachen. Das Oberteil hat wieder so einen gerippten Stoff. Ihr merkt, ich liebe so gerippten Stoff. Ja, und es ist relativ kurz. Also es kommt hier mit der Hose gerade so zusammen. Aber die Hose ist richtig genial. Also erstmal hat die hier so eine Schnur, was man so als Gürtel hier seitlich binden kann. So, wie man es braucht. Also einfach, ja, dass es halt bequem sitzt. Und ich könnte es aber auch noch lockerer tragen, weil hier hinten ist auch noch mal so ein Gummiband drin. Also wenn es zu eng wäre, hat man hier noch ordentlich Luft. Und dann könnte ich es hier einfach lockerer dann zusammenbinden. Und das Gute ist halt auch wieder hier, dass es nicht auf der Hüfte irgendwo sitzt, was bei mir immer sehr unvorteilhaft ist, sondern wirklich hier schön hochgeht bis zur Taille. Und dann stößt es hier auch gut zusammen und ich renne jetzt nicht bauchfrei rum. Also das Outfit ist bis jetzt mein Favorite. Ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Und es ist so schön bequem hier am Bauch. Oh, ja, und die Farben passen richtig schön zusammen. Also ich bin echt mit dem Outfit sehr zufrieden. Und ich muss sagen, dass ich es auch echt schön finde, dass es hier oben so schön locker sitzt und dann lieber hier an der Taille schön eng betont. Und ich mag auch, dass es ärmellos ist. Also ich denke, das sind auf jeden Fall meine zwei Lieblingsteile aus der Bestellung. Und jetzt kommt noch eine vierte Sache, etwas sehr Bequemes, sowas, wie ihr mich eigentlich immer kennt und immer seht. So, das ist das vierte Outfit. Oh, einfach nur bequem und richtig schön gemütlich. Das ganze Set hat so einen richtig schönen, weichen Stoff, den ich euch mal hier im Nahen zeige. Sowohl das Oberteil als auch die Hose. Und das ist so ein typisches Outfit, in dem ihr mich wahrscheinlich dann öfter mal beim Putzen sehen werdet. So, und ich würde sagen, bei dem Stichwort Putzen machen wir da mal weiter. Und wenn du Halara auch mal ausprobieren willst, dann kannst du mit dem Code ELI2024 20% sparen. Viel Spaß beim Shoppen! Weiter geht's! Wenn ich den Teppich so richtig sauber haben will, dann sauge ich den auch mal mit der Polsterbürste ab, weil ich da das Gefühl habe, dass nochmal viel mehr rauskommt aus dem Teppich und ich auch mit der Hand einfach nochmal viel genauer und gezielter auch die Sachen sehe, wenn ich so direkt vor dem Teppich knie, wisst ihr? Und mit dem normalen Staubsauger geht es auch super gut, der ist für den Teppich auch wirklich top. Aber manchmal, wenn ich ihn wirklich nochmal so ganz sauber haben will, weiß ich nicht, so alle zwei Wochen oder so, gehe ich auch mal nur mit der Polsterbürste drüber. Dann haben wir ja gerade schon das andere Fenster in der Küche geputzt und hier ist jetzt auch nochmal die Terrassentür, die ultra schnell einfach fleckig wird. Sei es jetzt Kinder, Fingerabdrücke oder die Katzen, die dran hochspringen. Und man sieht auch hier im Rahmen von der Tür, dass es unheimlich schnell dreckig wird. Hier ist halt auch so die Haupttüre, wo man rein und raus geht. Und das ist natürlich wieder schön, wenn es auch da sauber ist. Früher konnte ich das immer super gut ignorieren, wenn es da dreckig ist, weil da macht man einfach die Tür zu und das sieht keiner. Aber mittlerweile reicht es mir schon, wenn ich weiß, dass es da sauber oder dreckig ist. Und es muss jetzt heutzutage auch einfach immer mitgemacht werden. Auf dem Esstisch lag hier so das Übliche, also so die Reste vom Essen, dann ein paar Spielsachen und auch ein paar eingetrocknete Flecken. Und deswegen wird er hier einmal schön gewischt. Also rein theoretisch müsste man den Esstisch wirklich 5, 6, 7 Mal am Tag wischen und trocknen. Ich mache es nicht so konsequent, ich bin ehrlich, manchmal räume ich auch einfach nur die Sachen weg und wische dann nicht drüber, obwohl man es machen müsste. Aber who cares? Und weil die Küche ja so blitzeblank ist im Moment und jetzt noch so der Rest vom Esstisch wieder in die Küche gewandert ist, räume ich es auch wirklich direkt in die Spülmaschine und räume auch alles gleich wieder weg, dass die Küche genau so blitzeblank bleibt,
wie ich sie jetzt gerade eine Stunde lang in diesen Zustand gebracht habe. Auf dem Tisch sieht es jetzt wieder gut aus, aber unter dem Tisch ist es dafür noch umso schlimmer. Ich weiß gar nicht, wie es andere Familien schaffen, unter dem Esstisch einen Teppich liegen zu haben. Bei uns wäre der wirklich, nach einer Woche würde der so schlimm aussehen, dass man den wieder austauschen müsste. Deswegen, ich verstehe es überhaupt nicht. Bei uns geht so viel beim Essen daneben, aber nicht nur bei den Kindern, auch bei mir, wenn ich irgendwie was esse, da fällt mal hier mal was runter und da mal was runter. Naja, vielleicht sind wir einfach alle kleine Schweinchen beim Essen und wir sind einfach nicht dafür gemacht, einen Teppich unterm Esstisch zu haben. Leider, weil ich finde es total schön. Es sieht immer so schön aus und es fehlt mir auch optisch total bei uns im Esszimmer. Aber da muss ich wirklich dran denken, dass es sich einfach nicht lohnen wird bei uns. Ich könnte einen schwarzen oder so einen grau gefleckten Teppich drunter legen, aber das passt nicht so. Das würde mir nicht gefallen. Ich hätte gern einen weißen Teppich unterm Esstisch und das kann ich halt gerade vergessen. Naja, schreibt mir gern mal, wie ihr das macht mit Esstisch und Teppich, weil viele haben im Esstisch einen Teppich liegen. Wir sind irgendwie so die Einzigen, die es nicht schaffen, den sauber zu halten. Ja, also sagt mir, wie ihr das macht. Und es gibt ja auch so waschbare Teppiche, vielleicht funktionieren die ja auch ganz gut, habe ich auch noch nie gehabt. Die große Fensterscheibe bei uns im Esszimmer zu putzen ist wirklich das Anstrengendste überhaupt, wenn man das jetzt mit allen anderen Aufgaben im Haushalt vergleicht. Und ich bin froh, dass ich es jetzt hier einmal geschafft habe wieder. Wisch dann auch noch über den Schrank, über die Oberflächen. Da sind überall immer so kleine Tapser und Flecken und überall hängt wieder irgendwo ein Krümel oder ein Haar oder Staub. Und genauso bin ich jetzt hier auch einmal über die Lampe gerade drüber. Und das macht einfach das Gesamtbild so richtig schön sauber. Alles ist gewischt, alles duftet gut. Und jetzt sind wir auch bereit fürs Wohnzimmer. Also das Wohnzimmer gehört sowieso zu meinen Lieblingszimmern beim Aufräumen, weil es besteht aus der Couch, die schnell abgesaugt ist, und aus unserem Spieleteppich mit Regal, wo alles relativ schnell auch wieder im Regal verstaut ist. Ich werde da auf jeden Fall auch jetzt demnächst mal wieder eine genauere Ausmistaktion machen, einfach weil in dem Regal vieles drin ist, was, doch es wird eigentlich alles genutzt, aber es ist trotzdem zu viel. Es muss weniger sein, was tagtäglich gespielt wird, und dann rotieren wir die Sachen lieber wieder durch. Also das ist irgendwie für alle angenehmer und für die Kinder auch leichter, dann was zu spielen, wenn es nicht zu viel ist, was da steht, und dann kommt es auch nicht so schnell durcheinander und so. Also es ist einfacher, wenn da weniger drin steht. Und deswegen werde ich demnächst auch nochmal da genauer durchgehen und genau aussortieren. Heute jetzt beim Aufräumen habe ich darüber mir keine Gedanken gemacht, sondern nur überlegt, was gehört zusammen, wo räume ich es hin, wo im Regal ist noch Platz. Aber ich habe mir keine Gedanken gemacht, was jetzt aussortiert wird oder nicht. Nur die Sachen, die hochkommen, die schmeiße ich dann so nach vorne, die nehme ich dann gleich mit nach oben. Und alles andere sortiere ich so gut wie es geht in das Regal zurück. Hier ist es jetzt wieder das Gleiche. Weil ich heute das Gefühl brauche, dass es extra sauber wird, nehme ich wieder die Polsterbürste für den Teppich her. Der Flur- und Eingangsbereich ist bei uns auch immer so ein Bereich, der sehr stark dazu neigt, schnell vollgestellt zu werden durch Einkäufe, Pakete oder Müll. Alles, was aussortiert wird und nach draußen kommt, das wird hier erstmal vor der Haustür abgestellt. Hier auch die Schulranzen und alle Schuhe und Jacken. Deswegen, es kommt da immer so viel zusammen, dass es hier einfach schnell voll wird. Und aber auch dreckig, einfach weil momentan nicht das beste Wetter draußen ist. Ja, bringt man halt mit den Schuhen einfach auch ganz schnell viel Dreck mit rein. Was man auch gut an den Kinderschuhen erkennen kann.
Lohnt sich aber auch nicht zu putzen, die sehen am nächsten Tag wieder exakt genauso aus. So, die Pfandflaschen habe ich nun auch rausgebracht ins Auto und jetzt gehe ich hier noch über so ein paar Oberflächen. Und währenddessen kann ich gerne auf einen ganz lieben Kommentar nochmal eingehen, der nämlich auch kam unter dem letzten Video. Ich habe ja gesagt, dass ich das ab und zu jetzt machen werde, falls sich irgendetwas ergibt. Und der Kommentar lautet: Ich finde deine Videos toll und ich selber putze echt gerne. Danke erstmal. Mich würde interessieren, ob du auch mal etwas über dich erzählen magst, wo du aufgewachsen bist, ob du Geschwister hast, wo du deinen Mann kennengelernt hast und ob du auch Kochvideos machen wollen würdest oder deine Morgenroutine oder welche Pflegeprodukte du benutzt. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Punkte und Fragen auf einmal, aber auf ein paar davon werde ich auf jeden Fall eingehen. Vorneweg einmal möchte ich euch sagen, dass ihr wirklich alles immer fragen könnt. Ihr müsst mir nur sagen, was euch interessiert und dann erzähle ich euch was dazu. Also keine Scheu auch davor, vielleicht mal eine Frage doppelt zu stellen oder so, weil ich weiß, dass nicht jeder alles immer schaut, sondern manchmal schaut man nur ab und zu rein. Und ich will ja auch, dass ihr mich besser kennenlernt und wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Deswegen habt auch keine Scheu, Fragen auch mal doppelt oder dreifach zu stellen. Ich habe da wirklich sehr viel Geduld und ich beantworte alles immer wieder gerne. Und dann direkt mal dazu, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe die ersten 23 Jahre in meinem Leben in Unterfranken gewohnt und bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe insgesamt 2,5 Schwestern. 2 jüngere, volle Geschwister und eine ältere Halbschwester. Trotzdem bin ich in einem 7-Frauen-Haushalt groß geworden. Wie genau, erzähle ich euch gleich. Jetzt machen wir kurz einen Break, weil das Erdgeschoss ist durch. Also, soweit bin ich jetzt durch. Hier sieht es halt noch so voll aus, weil das hier alles aussortiert ist und wegkommt. Und so sieht es jetzt aber wieder aus. Und zumindest hier unten, jetzt im Erdgeschoss. Wir haben noch ein bisschen was da oben vor uns. Lassen wir mal so den Blick durch den Raum schweifen. Auch die Küche ist immer noch unangetastet und schön. Also so kann man es erstmal lassen. Auch hier habe ich sogar nochmal drüber gewischt und poliert. Also auch der glänzt total. Und ja, ach schön, wenn der Boden so sauber ist, dann macht das immer gleich einen Riesenunterschied. Also hier unten erledigt. Jetzt gehen wir da lang. Und heute an Tag 2 habe ich mir nichts Geringeres vorgenommen, als dieses Schlamassel in jedem einzelnen Zimmer ja wieder hinzubiegen. Und wir haben überall was zu tun, fangen direkt an und los geht's hier im Schlafzimmer. So, jetzt sind wir hier oben und ich mache die Betten frisch und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber jetzt, wenn ich es euch sage, vielleicht seht ihr es dann, ich habe tatsächlich 2 gleich große Bettdecken jetzt endlich. Die sind beide 1,55 x 2, glaube ich, also es ist die 1 größere Größe und wir haben endlich gleich große Bettdecken. Wisst ihr, was jetzt nur noch fehlt? Dass wir die gleichen Bettbezüge haben und dann bin ich wirklich happy. Aber es eilt einfach nicht, das ist jetzt auch kein Drama. So, aber um nochmal an das Thema von gerade eben anzuknüpfen. Ich bin in einem 7-Frauen-Haushalt groß geworden. Also wirklich bis ich 16 oder 17 war, haben wir zu 7 zu Hause gelebt. Und zwar meine Mutter und ihre Schwester und alle mit ihren Kindern. Also wir waren dann insgesamt 5 Mädels noch. Meine ältere Halbschwester hat nicht dabei gewohnt, sondern eben halt meine jüngeren Geschwister und dann halt meine 2 älteren Cousinen. Das heißt, ich war genau die Mitte und ich war, glaube ich, immer so die frechste und die aufmüpfigste und lauteste, aber dann auf der anderen Seite auch wieder die schüchternste, zurückhaltend und halt total unsicher. Also genau so war ich halt immer in der Schule. Ich war immer total gesprächig und habe immer alle vom Unterricht abgelenkt und habe gequatscht.
Aber ich war so zurückhaltend. Ich habe mich kein einziges Mal gemeldet oder wenn ich aufgerufen wurde, dann war ich auf einmal stumm. Aber ich bin sowieso nie gerne in die Schule gegangen. Also Schule, nee, das ist was, was ich echt nicht vermisse. Und ich war in der Grundschule wirklich relativ schlecht. Bin dann aufs Gymnasium gegangen. Hab dann auch zwar mit einer Ehrenrunde irgendwo in der Oberstufe habe ich dann mal wiederholt und habe dann aber trotzdem auch mein Abitur gemacht. Mit, was hatte ich denn für einen Schnitt? Lass mal überlegen, 2,7. Also ich finde, war gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon Mutter war und meine Tochter ein Jahr alt war zum Abitur, also zur Abiturfeier war sie ein Jahr alt, hat es dann doch eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich habe hier gerade in die Plastiktüten einfach so die Pullover, die ich, und auch Hosen, also Klamotten, die ich aufbewahre, die ich nicht aussortiere, aber die ich einfach momentan in meinem Schrank nicht brauche. Die ich aber bei Gelegenheit wieder brauche, deswegen bleiben die schön da, aber ich möchte sie halt nicht in der Kommode haben. Und während meinen vergeblichen Versuchen, irgendein Studium fertig zu bringen, habe ich dann Patrick über Facebook kennengelernt. Wir haben uns dann getroffen und dann nochmal getroffen und nochmal getroffen und haben dann relativ schnell entschieden, also wir haben sehr weit auseinander gewohnt, über 2 Stunden, und wir haben dann entschieden, dass wir gemeinsam nach München gehen und dort quasi nochmal richtig anfangen. Und ich habe dann da auch tatsächlich mein 3. Studium, was ich angefangen habe, dann auch endlich mal zu Ende gemacht. Dafür aber auch in einer schnellen Zeit von 4 Semestern habe ich meinen Bachelor durchgeboxt, einfach weil ich fertig werden wollte und dann auch möglichst schnell anfangen wollte zu arbeiten. Ich hatte ja auch meine Tochter und musste Geld verdienen und wollte ja auch endlich selbstständig sein. Patrick hat dort dann sein erstes Studium abgebrochen, weil es einfach nicht gepasst hat, und hat dann dort seinen 2. Weg gefunden, eben in die Medienbranche, und hat da dann sein Studium gemacht. Und ja, dort sind wir dann auch einige Jahre geblieben. Ich glaube, wir waren insgesamt 5 Jahre in München, haben dann in der Zeit unsere Familie vergrößert und sind dann eben wieder weitergezogen, wieder aus München raus, und haben dann dort, wo wir jetzt sind, geheiratet und nochmal unsere Familie vergrößert und nochmal unsere Familie vergrößert. Und jetzt sind wir insgesamt zu 6. Und nach einem Haus haben wir auch relativ lange gesucht. Wir haben halt gerade in der Phase auch gekauft, wo die Immobilienpreise sehr hoch waren, aber die Zinsen zumindest niedrig. Und jeder hat uns immer gesagt, ja, wartet noch und erstmal warten, bis die Preise wieder fallen, weil die halt jetzt durch die Zinsen so extrem hoch sind. Aber wisst ihr was, wir sind so froh, dass wir nicht gewartet haben, bis die Zinsen auch noch hochgegangen sind. So wie es ja letztendlich kam. So ist das Zimmer jetzt auch erledigt. Und man sieht, der Teppich hat keine 2 Sekunden gehalten. Meine Tochter kam auch gerade rein und meinte, oh, der Teppich ist so schön weich und... ja, ist hier erstmal überall durchgelaufen. Und dementsprechend sieht es jetzt hier eben gerade so aus. Aber das ist ja auch voll okay. Dann sind wir auch schon im Flur angelangt. Wobei ich jetzt nicht den Flur mache, sondern erst die Kinderzimmer. Aus dem Grund, weil die Kinder auch jetzt bald ins Bett sollen. Und ja, es ist schon wieder spät am Abend. Deswegen erst die Kinderzimmer hier. Ich mache erst das, weil es einfach deutlich schneller geht. Bei meinem Sohn ist immer am wenigsten zu tun. Das geht immer mit Abstand am schnellsten. Ja, und schlussendlich ist der Einzug in unsere Doppelhaushälfte hier, das Haus, wo wir jetzt gerade eben sind, ist jetzt genau 4 Jahre her, fast auf den Tag genau, weil es im Februar 2020 war. Und ja, seitdem wohnen wir hier und sind glücklich so zumindest. Ist es halt einfach wirklich schön, so wie wir wohnen. Und wir machen uns das Haus ja jetzt auch immer Schritt für Schritt noch schöner und so, dass es halt auch zu uns passt, und arbeiten uns da einfach so voran. Das ist ja ein ewig langer Prozess, bis wir das alles mal so haben, wie wir es eigentlich haben wollen. Und es wird sich natürlich auch immer weiterentwickeln, weil
Die Kinder werden größer, die Bedürfnisse verändern sich und auch die Geschmäcker verändern sich und dadurch wird es immer wieder irgendwas Neues geben. So, jetzt habt ihr ja schon mal einiges über mich erfahren. Ich glaube, so viel habe ich noch nie von mir erzählt. Ich will euch halt auch nicht langweilen, aber ja, wenn ihr mich fragt, dann erzähle ich das gerne und dann habt ihr zumindest ein besseres Bild von mir. Ja, dann kam ja noch die Frage im Kommentar, ob ich auch Kochvideos machen wollen würde. Da muss ich sagen, ich weiß es noch nicht genau. Also was auf jeden Fall noch auf meinem To-Do-Plan steht, ist Meal Prep. Das werde ich angehen für mich, weil ich das einfach mega spannend finde, das Thema. Ich werde es für mich ausprobieren. Und wenn das was für mich ist, dann werde ich das vielleicht auch in meine Videos mit aufnehmen, weil das einfach bei uns noch ein großer Bereich ist, der auch noch optimiert werden darf. Ich glaube, so reine Kochvideos würden jetzt auf dem Kanal einfach nicht so gut mit reinpassen. Und dann wurde auch noch gefragt nach meiner Morgenroutine oder welche Pflegeprodukte ich benutze. Und da kann ich nur ganz eindeutig sagen, ich benutze eigentlich relativ wenig. Meine Morgenroutine ist schnell erledigt. Ich benutze die Sachen von Formal Skin. Das sind ja 3 Schritte. Gesicht waschen, eincremen und dann nochmal eine Pflege obendrauf. Ja, und damit bin ich dann auch durch. Mehr mache ich bei meiner Morgenroutine nicht, deswegen glaube ich, wäre das jetzt nicht so ultra spannend. Ich bin so zufrieden mit Formal Skin, dass ich da auf jeden Fall dabei bleiben werde. Natürlich ist es umso toller, dass Formal Skin auch ein Kooperationspartner von mir ist, mit dem ich ja jetzt schon viele Monate zusammenarbeite und da wirklich sehr, sehr zufrieden und glücklich damit bin und auch sehr, sehr dankbar. Ich bekomme ja auch immer wieder Rabattcodes für euch und wenn ihr mal das ausprobieren wollt, dann wartet noch bis nächsten Sonntag, weil dann stelle ich euch die neuen Produkte vor von Formal Skin und den Rabattcode dazu. Wie ihr seht, sind wir im einen Kinderzimmer komplett durch und fertig und machen uns jetzt an das nächste Kinderzimmer über einen vollen Wäschekorb, einen vollen Boden, einen vollen Schreibtisch und ein ungemachtes Bett. Gibt's hier alles. Also deswegen muss man jetzt irgendwo mal anfangen und ich beginne mit der Verkleidungskiste. Ich sammle hier alles ein, was da reinkommt und dann wird erstmal der ganze Boden hier freigeräumt, dass man sich hier auch erstmal bewegen kann, ohne sich zu verletzen. Hier sammle ich so ein Spiel von unserer Kleinsten zusammen. Das ist so süß, immer so passende Kärtchen mit richtigen Figuren. Und ich habe gesehen, der Hund fehlt. Ich habe trotzdem alles erstmal in das Säckchen rein und habe gedacht, wenn mir jetzt der Hund noch irgendwo begegnet, dann weiß ich ja, wo er hin soll und dass er halt ja da in diesen Beutel noch reingehört. Der gröbste Müll ist schon mal im Mülleimer gelandet und der ist auch randvoll, wird also auch gleich ausgeleert. Ja, da wird nicht mehr weiter gestopft, sondern der wird einfach mal wieder ausgeleert. Ja, soweit ist es jetzt. Aber zurück erstmal im Zimmer, erstmal hier alles weitermachen und fertig machen. Wie man sieht, ist der Boden jetzt auch schon mittlerweile freigeräumt. Und als nächstes mache ich das Bett wieder ordentlich von meiner Tochter. Auch wenn sie jetzt gleich ins Bett geht, das ist mir völlig egal, dass sie dann das Bett wieder unordentlich macht. Aber für sie, denke ich mir, ist das Gefühl ja auch viel schöner, sich in ein gemachtes Bett zu legen, als in das Gewurstel von heute Morgen. Und da ist doch tatsächlich am Fensterbrett der Hund aufgetaucht, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ich habe mich gefreut, dass dann auch dieses Spiel wieder vollständig war und habe dann auch direkt in den Beutel mit rein. Ansonsten habe ich hier auf dem Spieleregal noch ganz viele schöne gemalte Bilder gefunden, denen ich einfach einen schönen Platz geben wollte und die ich mir auch noch mal angeguckt habe. Und ich fand die wirklich so schön gemalt. Deswegen ja, finde ich es irgendwie schön, wenn die dann noch so ein bisschen offen rumliegen. Und alle anderen Teile in dem Regal schiebe ich einfach so ein bisschen zurecht und schaue, dass es halt ordentlich aussieht fürs Auge. Da wird jetzt nicht noch im Detail abgestaubt und so, sondern Ziel ist es, wirklich schnell die Kinderzimmer fertig machen, dass die Kinder dann auch schlafen gehen können.
Auf dem Schreibtisch meiner Tochter ist ja immer ganz viel los. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie gerne sie bastelt. Und naja, jetzt wisst ihr es. Die ist so kreativ und so gerne am Malen, Basteln, Kleben mit Perlen. Aktuell haben wir jetzt Fensterfarben gemacht. Das war so das letzte Projekt. Also im Wohnzimmer ist mittlerweile die ganze Terrassentür voll mit Fensterbildern. Wunderschön. Und naja, das ist auch so ein Punkt. Ich rede ja immer so von meiner mittleren Tochter, meiner jüngsten Tochter, meiner ältesten Tochter, meinem Sohn. Und ich finde es immer so schwierig. Ich will halt auch nicht sagen, Kind Nummer 1, 2, 3, 4. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht Synonyme zu verwenden, dass wir einfach mal uns quasi Namen ausdenken und die halt so benennen, ohne dass ihr jetzt euch angelogen fühlt oder so. Wenn, wisst ihr, dass ich euch jetzt quasi bewusst falsche Namen einfach nenne. Vielleicht wäre das eine Idee? So, und jetzt machen wir direkt hier den, ja, den Wäschekorb etwas kleiner und schmeißen eine Waschmaschine an. Die ist nämlich frei. Mein Sohn hatte zum Beispiel in der Schwangerschaft immer das Synonym Hans oder Hansi, weil wir halt den Namen bis zur Geburt nicht verraten wollten, haben wir ihn Hans genannt, weil wir einfach bei Hans sicher waren, so wird unser Kind nicht heißen. Und irgendwie war das dann aber so süß und irgendwie hatten wir uns so an den Namen gewöhnt, dass es total schade war, dass er halt nicht wirklich Hans dann heißt. Ich finde seinen echten Namen viel, viel schöner, aber irgendwie war das einfach so, so hieß er lange noch, auch nach der Geburt, weil sich alle so an den Namen gewöhnt hatten. Und vielleicht sage ich auch einfach Hans zu meinem Sohn, wenn ich von meinem Sohn rede, dass ich nicht immer sagen muss, mein Sohn. So, hier kriege ich es jetzt auch alles einfach nicht weg für, ja, jetzt für den Moment, weil hier sich einfach wieder so ein bisschen Wäsche angesammelt hat und ich musste es einfach nach und nach jetzt wegwaschen. Das ist noch nicht ganz getrocknet, deswegen können wir das auch nicht abhängen. Das hier ist trocken, das kann weg. Aber die Ecke kriege ich jetzt leider nicht schöner. Und hier läuft's ja. Genau, das muss auch noch fertig trocknen. Also hier sind wir schon mal erstmal soweit fertig jetzt. Wie habt ihr das denn bei der Geburt eurer Kinder gemacht? Habt ihr vorher schon die Namen erzählt? Oder habt ihr eure Familie und Freunde damit überrascht und bis zur Geburt gewartet? Wir haben es so gemacht, bei meiner Tochter wussten alle den Namen von Anfang an, also vor der Geburt. Dann bei meinem Sohn haben wir einfach, waren wir uns nicht so richtig sicher. Es war so irgendwie nochmal so unser erstes gemeinsames Kind, wo wir auch uns nicht reinreden lassen wollten und haben den Namen für uns behalten. Wie gesagt, es war dann so lange der Hans. Und bei den beiden Mädels, die danach kamen, da haben wir dann auch von Anfang an die Namen erzählt, sobald wir festgelegt waren, weil wir dachten, es ist uns egal, wenn irgendjemand was dagegen hat, dann ist es uns wurscht. Und die Kinder heißen trotzdem so, weil wir uns dafür entschieden hatten und uns auch wirklich von Anfang an dann immer sehr sicher waren mit den Namen, sobald wir einmal dann wirklich einen hatten. Wäre meine letzte Tochter ein Junge geworden, dann hätte sie Jan geheißen. Peter oder Jan sind echt sehr, sehr hübsche Jungennamen, finde ich. Aber ja, genau, sie ist ein Mädchen geworden und deswegen heißt sie natürlich nicht Jan. Würde mich aber echt mal interessieren, wie ihr das so gehandhabt habt, wie ihr das so gemacht habt mit den Namen und der Namensverkündung von den Kindern und so, weil da kann man es ja auch nie allen recht machen, da sind ja auch die Geschmäcker sehr unterschiedlich und gerade bei Namen geht es ja echt weit auseinander. Und ich finde, man lässt sich auch sehr schnell verunsichern. Der Flur ist ja jetzt das letzte Zimmer gewesen. Ich habe ja jetzt schon eine Menge gestaubsaugt und habe gemerkt, irgendwie saugt der nicht mehr so gescheit. Und habe dann aber auch gesehen, wie voll der war. Also kein Wunder. Musste den mal kurz eben ausleeren. Und dann hat auch alles wieder gut funktioniert.
Jetzt ist hier im Flur nur noch ein bisschen trockene Wäsche abzuhängen. Das sind alles meine Sachen. Ich bin ja froh, wenn ich dann auch wieder genug Sachen in meinem Kleiderschrank habe. Deswegen habe ich mich gefreut, dass hier einfach so viel wieder sauber war zum Einräumen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich war so froh, als ich die ganzen Zimmer geschafft habe. Und unten haben wir ja wirklich viel geputzt, hier oben eher aufgeräumt. Und ich war einfach nur froh, als das alles geschafft war. So, und so sieht es jetzt im Anschluss aus. Hier ist es zwar nicht perfekt, aber die Kinderzimmer sind wieder tippitopp. Und auch der Flur und unser Schlafzimmer. So, und jetzt können wir uns wieder wohlfühlen und auch in Ruhe schlafen gehen. Das Badezimmer wird eine größere Aktion, deswegen habe ich es jetzt heute nicht mit reingenommen. Ich werde mich die nächsten Tage darum kümmern und da mal richtig gründlich sauber machen. Weil, nee, komm, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.